voraus! Ariel ist eine Meerjungfrau und die lebt im Meer. Ariel ist neugierig, offen und sehr lebensfroh und liebt die Menschenwelt. Ariel hat rote Haare, sie hat eine Flosse, die kann auch ganz schnell schwimmen. Und was sie nicht so gut kann, ist auf ihr Vater hören. Oh, du warst also schon wieder an der Oberfläche, stimmt's? Ihr Vater sagt immer, sie soll nicht an die Oberfläche, doch sie tut es. Ihre beste Freunde sind Sebastian und Fabius. Ariels größter Wunsch ist, in die Menschenwelt zu gehen. Sie möchte halt auch sehr gerne Mensch sein. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, doch ich spüre etwas Neues in mir. Sie verliebt sich in Prinz Erik. Ariel hat Erik gerettet, als sein Schiff unterging. Sie wird von Ursula verzaubert. Das ist ja kaum zu glauben, ein Kinderspiel. Ursula hat Ariel verwandelt, indem sie ihr die Stimme weggenommen hat. Und dafür hat sie eben Menschenbeine gekriegt. Am besten hat mir Ariel gefallen, weil sie gerne Abenteuer mag. Und sie hat auch gar keine Angst vor allem. Das ist echt spannend. Ariel,